liebe Freunde der Unterwelt, hier sind wir wieder bei Baldur's Gate 3 mit dem Magazinschlank. Hier so ein bisschen vor sich hin funkelt, weil sie die Sporen des Glücks an sich hat. Sie hat 1d6 auf Angriffswürfe, Attribute und Rettungswürfe. Bonus, sehr schön, durch, weil wir den Pilzmenschen hier geholfen haben. Oh, hier liegt ja noch ein erschlagener Dörger rum. Den wollen wir uns mal seine Pilze annehmen, hingerichteter Tiefengnome. Ich weiß nicht, warum die Tiefengnome mal hingerichtet wurden, aber irgendjemand hat da anscheinend ein Bedürfnis. Keine Ahnung warum. So, wir sind jetzt hier unten in diesem zerstörten, kaputten Dorf angekommen. Liegt noch ein alter Drache oder was auch immer. Ah, keine Ahnung, was das alles zu bedeuten hat hier. Oh, hier haben wir ein zerklüfteter Fels. Was bedeutet das? Kann man da rüberspringen? Bin ja neugierig hier. Kommt man da irgendwie hin? Nee, dann zum Tod. Sehr schön, gut, dass ich das direkt angezeigt bekomme. Wenn du das machst, bist du tot. Komplett, sofort. Raus. Hm. Okay. Kommen wir dann dahin? Da oben hier runter? Ach so. Das ist das. Hier kann man langlatschen, dann hier runterklettern und dann kommt man hier hin. Dann hat man hier nur diesen Landungssteg. Okay, ja, ob einem das jetzt was bringt. Das ist die Frage. Okay, ich dachte, hier wäre auch ein Durchgang. Ne, dann bin ich hier nur an diesem Steg und das war's. Hier, vielleicht ist hier noch irgendein Loot, aber das wird jetzt nicht die Mega-Schatztruhe sein, schätze ich mal. Ja, da bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Hier unten ist irgendwie nichts mehr. Hier dieses Schiff hier zu benutzen oder was das ist. Interessante Konstruktion. Warum immer man hier so viel Stoßzähne angebracht hat. Vielleicht damit keiner in dieses Boot beißt oder so, keine Ahnung. Wenn ja, dann scheint ja hier in diesem Gewässer etwas sehr Großes zu leben, das gerne an Booten knabbert. Das macht jetzt auch nicht gerade hoffnungsvoll, aber ja. Müssen wir mal gucken. Gut, dann wollen wir das mal wagen, weil sonst wüsste ich jetzt auch nicht. Wir haben hier im Grunde alles. Hier, das haben wir schon erkundet, soweit es ging. Allzu weit will ich aber auch nicht abschweifen. Wir wollen ja auch ein bisschen mit der Story so weiterkommen. Hier ist noch ein großer Bereich. Und hier, wo wir noch nicht waren, das ist dann links vom Selonitenaußenposten. Und die haben wir schon so ein bisschen am Weg zum zerstörten Turm geknabbert. Also, mal gucken. Aber wir müssten jetzt mal in diese Grimmschmiede hier irgendwie weiterkommen. Und Näheres Kopf irgendwie ablösen. Ich hoffe, der wehrt sich nicht allzu sehr dagegen. Hier ist ein weggeworfenes Tagebuch. Hatte ich das schon mal? Haben Eisenfuß mit einem Fest überrascht. Keine Ahnung, wie dieser Idiot 150 werden konnte, aber ein Fest ist es sicher wert. Als er den Feuerschnaps sah, den wir gebrannt hatten, brach er in Tränen aus. Das ist die Wahrheit. Ich habe nur einen Becher von dem Zeug getrunken, spüre meine Zunge nicht mehr. Der Armleuchter hatte das Ganze fast geleert. Mir ist schleierhaft, wie er es zur nächsten Schicht geschafft hat. Mirna behauptet, ihn im Wagen zu brauchen, Inventar zu bewachen. Die Höhlenwärterin tat, als höre sie das Schnarchen nicht. Hat der Taugenichts ein Glück, dass ihr Herz so weich ist. Ich sollte schlafen. Soeben wurden Übungsschaufeln und Piken für die Jugend bestellt. Ich muss das Zugholz noch schlagen. Wo bleibt bloß die Zeit? You have my attention. I venture forth. A vessel wobbles on the lake's murky waters. So, vielleicht wählen wir mal Gale aus, mit dem Schiff zu steuern. Mal gucken. Aber wenn wir unterwegs auf irgendwelche Leute treffen, er ist eigentlich ganz gut enttäuschen und überzeugen. Kranach ist gut im Einschüchtern, aber ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Und bei Schattenherz weiß ich nicht. Die als Kapitänin, das sieht echt geil aus. Und jetzt? Oh, cool. Ah, das sieht cool aus, ey. Interessantes Schiff. Oh, Piraten! Piraten! Wenn, oder Zwerge? Auf dem Schiff? Hm, was wollt ihr denn?
Mensch, was treibt ihr auf Gags Fluss? Oh, ein bisschen Rafting-Abenteuer so. Oh, wir hatten gerade Bock drauf. Was ist denn ein Schiff? Where's Gek? Where's Gek? Who are you? Wer seid ihr? Ich glaube, diesen Gek haben wir aus Versehen umgebracht. So wie einige Figuren hier. auch diesen Mirkonidenkönig, der ist leider auch draufgegangen. Das waren wahrscheinlich alles Figuren, mit denen man noch irgendwie hätte reden können oder die wichtig waren. Aber gut, ist halt, so ist es halt. Plus 1 Charisma, ja. Der hat nämlich ein ganz gutes Charisma eigentlich. Athletisch können wir knicken. Täuschen hatte auch plus 1. Bei Einschüchtern wäre es natürlich Karnach besser gewesen. Aber ich will mir das eigentlich noch aufbewahren, würde ich mal sagen. Das mit der Absoluten. Wer weiß, ob wir das jetzt schon preisgeben sollten. Versuchen wir es mal mit dem Täuschen. Hm, 15. Ist das so wichtig? 19, okay. Damit haben wir sogar eine perfekte 20. Schwein gehabt. Damn. Scheiße, die Kommandantin ist bestimmt stinksauer wegen ihrer Stiefel. Come on. Kommt schon, bringen wir euch an Land. Die erzählt der Kommandantin, was passiert ist. The rest of you. Die anderen patrouilliert weiter. Ich werde mit dem hier zurückfahren. Dem hier, hallo, ein bisschen Respekt. Unsympathische Dörger hier. Kapitän Gale. Oh. Oh. Das sieht auch cool aus. Schöne Beleuchtung. Sollte ich spüren. Oh. Festung der Schar. Schön kompliziert. Okay. Na, brat mir noch einer. Wir haben ein Empfangskomitee. Aha. Da brat mir einer was, frage ich mich. Störche kennen die doch bestimmt nicht. Da seid ihr endlich. Pissflitsche, gib Ärger hier. Bitte? Spuck schon aus. Hier ist der Kommandantin endlich an ihre Schwengel erstickt. Nein, der wahre Pfosten hat einen Steinschlag ausgelöst. Hockt jetzt dick in der Falle. Oh, ne Scheiß. Hat er geblecht? Das ist das Problem. Er hat das Gold bei sich. Der Kommandantin fällt schon der Arm ab, weil sie so viele Gnome verdroschen haben. Puh, was ist denn hier los, ey? Die haben ja Umgangsform. Wer ist das da, Greyman? Noch ein Sklave? Bitte? Die gehören auch nicht in den Arsch getreten, glaube ich. Ich bin eine wahre Seele. Ich werde mir Respekt erweisen. Naja, mein Einschüchtern ist, hätte mir jetzt doch gar nicht reden sollen. Ach ja? Du spürst ein leichtes Zappeln in deinem Kopf. Der Dürger ist nicht infiziert, aber euer Bewusstsein ist im Einklang. Teufel auch. Ich habe das Kitzeln gespürt. You ain't shitting. Felt the tingle. Your twat soul chum. Euer blöder Seelenkollege schuldet uns jede Menge. Ihr wollt durch? You want through? Lasst das springen. Make a donation. Also jetzt reißen wir aber mit dieser Respektlosigkeit. Niemals, da hole ich mir lieber euren Kopf, wenn es drauf ankommt. Unclog your hole. Zieht euch den Stock aus dem Arsch. Was ist nur ein Witz? Ich warne euch, wenn der wahre Seelenpenner nicht bald zahlt, gibt's ein verdammt dickes Ende für euren Kultlappen. Den Drau befreien, seinen Kopf schnappen und dann nicht sie raus hier, wenn es sonst nichts ist. Ja, klingt einfach, oder? Okay, wir sind in der Grimmschmiede anscheinend. Die sind aber auch ziemlich arg drauf hier. Rendätien. Wegpunkt entdeckt. Okay. Gibt's einen Wegpunkt? Was ist denn hier aus? Ach, guck mal an. Gibt's auch so nette Rinder hier? Oha. Hingerichteter Drew.
Ah, hier. Ah, alter Siegelkreis. Gut, dann können wir auch direkt hier hinspringen. Gut zu wissen. Ja, wenn ich hier schon was hier plündere, sind wir wahrscheinlich direkt hier feindlich. Bekommen wir dieser Pissflitsch hier nochmal reden. Also die haben ja einen Umgangsform. Alter Falter. Warn. Und die blöde Kuh hier, Morgal, also sowas. What are you looking at? Was schaut ihr so? Bewegt Move. Euch! Die braucht dringend neue Frisur, glaube ich. So eine, wo so richtig der Schädel links und rechts aufgeht, wenn man eine Axt hineinsteckt. Also, so eine Frechheit. Leider sind wir ein bisschen angeschlagen. Alright. What now? Should mind my step. Wir müssen hier oben hin, anscheinend. Die sind auch lange im Aufgeräumt drin. Guck jetzt die Spinnenweben an hier, schlampige Zwerge. Hier so ab. Oh, Spinnen? Alter Siegelstein. Okay. Ah, die Kamera wieder. Gucken wir uns mal diesen toten Drow an. Der ist auf einem offenen Käfig. Okay. Mormat. I need a quick word. Don't like strange. Mag ja keine Fremden, aber. But. Absolut. Ja, gehört wohl zur Absoluten. Wer hat denn die Drow hier zum Trocknen aufgehängt? Nee. Ich? Wer sonst? Meine Spinnen haben sie aufgescheucht und hat Nera ihnen eine Lektion erteilt und ich habe sie fliegen lassen. Das sind ja echt nette Gesellen hier. Und wo ist der Drow hergekommen? Die haben hier rumgeschnüffelt. Leichte Beute bei dem Gestank nach Oberfläche. Haben sie als Warnung aufgehängt. Niemand legt sich mit klaren Flammenschatten an. Okay, nette Leute. Sehr sympathisch, ja. Das ist eine ganz andere Art von Zwergen, wie man sie sonst kennt. Zumindest sind sie momentan noch nicht feindlich, Irks. Lur Jox, Lur Fu, Lur Otan und Luxanta. Die haben eine. Die haben Namen? Hat Kaga noch mit Tieren sprechen? Ich habe noch nie mit einer Spinne gesprochen. Was hat denn hier eine riesige Taschenuhr oder was? Hallöchen, ihr netten, Achtbeiner. I speak true, Brother. Ich sag dir Wahrheit, Brüder. Ihr wisst was in euren Herzen. Ihr wisst es in euren Seelen. We need no Lolf. Wir brauchen keine no Lolf, keine Spinnenkönigin. Vater Murmarth ist der Clanführer der Lur. Er hat uns schlüpfen lassen, aufgezogen, genährt. Was schert uns, was er vorhat? Er hält uns klein, eingesperrt. Wir sollten bei der Spinnenkönigin sein, verehrt und gewürdigt. We should be with the Spider Queen, revered, adored. Überall Intrigen, sogar bei den Spinnen. Und man kann sich auf keinen mehr verlassen. Religion. Nachdenken, was du über die Spinnenkönigin Lolz weißt. Eine 10 brauche ich dafür, okay. Wir haben leider nicht genug Wissen für sowas, aber es könnte vielleicht reichen. Vielleicht haben wir hier und da mal was aufgeschnappt. Eine 16, okay. Wir haben ein bisschen was aufgeschnappt. Du hast gelesen, dass es unter Lolfs Anhängern verboten ist, Spinnen Leid zuzufügen. Oft wird es mit dem Tod bestraft. Vater Murmarth ist unsere Vergangenheit. Lolf ist unsere Zukunft. Oh, Baba. Murmarth, ist das der Typ, der allen von seinen nutzlosen, hässlichen Spinnen erzählt? Wir könnten ihn gegeneinander ausspielen. Kann aber auch komplett in die Hose gehen. Mit überzeugen? Scheiße, wir hätten. Ja, wir haben jetzt Karnach, ist das Problem. Wir können sie im Grunde nur am besten einschüchtern. Hm.
Ich speichere mal, falls wir jetzt hier eine Katastrophe anrichten, weil wir das Falsche sagen. Will ich eigentlich jetzt nicht unbedingt. Versuche es noch mit überzeugen. Ich glaube, eure Schwester hat recht. Bei den Anhängern der Spinnenkönigin könnt ihr euer wahres Potenzial entfalten. 10. Komm, wir machen mal göttliche Führung dazu. Gebt mir eine 10, yo! Mein Biss könnte stärker sein. Mein Gift giftiger. Xanta, stimmt das? Das ist noch viel mehr. In Nolls haariger Umarmung ist alles möglich. Wie schön. In ihrer Umarmung. Wir sind bereit. Wir folgen. Ah, jetzt, Brüder. Unser neues Leben wartet. Okay. Die haben sich jetzt verpisst. Oh, ich denke mal, das war gar nicht mal so dumm. Sie ist jetzt inspiriert. Cool. Und wir haben noch Erfahrungspunkte bekommen. Und ich vermute mal, das könnte uns auch helfen. Ist er jetzt sauer? Weil, die hätten wir vielleicht irgendwann als Gegner bekommen. Und die sind weg. Also, jeder Gegner, der nicht da ist, ist ein guter Gegner. So, puh, jetzt habe ich ja schon mal Unheil angerichtet. Dann gehen wir mal hier weiter. Hier oben wird diskutiert, oder was? Steinmetz. Wo ist denn hier einer, der was zu sagen hat? Wir sind der Typ hier. Die Axt ist ja größer als er selber. Looks like a military outpost. Danach. Hey, was bist du für ein Vogel? Verstärkung, hm? Mal sehen, wie lange ihr durchhaltet. Länger als deine Axt, du Vogel. Was ist das denn für einer? Das sind immer alles die unfreundlichen Leute hier. Was stehen die hier so dumm rum? Oh, eine alte Statue, die hier zusammengesackt ist, oder was? Ja, sowas muss man auch pflegen, Leute. Seltsam. Glatte Oberflächen, rissige Kanten. Ein Zeichen, ganz sicher. Eine Oberflächlerin hier. Schaut mal, meine sonnige Freundin. Ich brauche wache Augen. Und eure könnten nicht wacher sein. Ein freundliches Willkommen. Sehr selten im Unterreich. Ja. So selten wie ein Lächeln im Schindlerin. Aber ich habe kein Händchen für Sklaverei. Mir ist ein Meißel lieber als Stock. Da bin ich aber froh. Aber mein geschulter Blick hat seine Grenzen. Da bitte ich euch bescheiden um Hilfe. Na, der Erste, der hier freundlich ist. Na gut, was soll ich mir denn anschauen? Den Stein, den Schutt, alles, was ich so kühn sein darf. Seht euch um, sagt mir, was ihr seht. Und zwar ausführlich. Hä? Haben wir jetzt auch ausgerechnet die richtige dafür? Wir haben eine gute Wahrnehmung. Das Gebiet auf versteckte Kuriositäten erkunden. Was das wohl sein soll. Jetzt würfeln wir eine 1. Nein, eine 4 ist auch kacke. Oh, shit. Na komm, wir öffnen. Wir haben ja eine Inspiration bekommen. Leute, kann doch nicht sein hier. Verdammter Würfel, du. Ja, gut, das geht. Der Würfel gibt, der Würfel nimmt heute wieder ziemlich viel. In den Trümmern fallen einige glasige Steine auf, in deren Rändern winzige gelbe Kristalle wachsen. Eine unnatürliche heiße Flamme hat den Stein geglättet und Schwefelkristalle hinterlassen. Grimmschmiede wurden vom Feuer der Hölle berührt. Geschichte, ja, die Statue auf technischen Kompositionen untersuchen. Das ist natürlich genau ihrs, als Barbarin. Architekturgeschichte habe ich lange studiert. Oh, 17, okay. Die gewundenen Konturen und goldenen Kanten der Statue stechen klar gegen das verwitterte Mauerwerk hervor. Ja, das hätte ich auch erkannt. Zwei Stile, zwei Epochen. Die Statue wurde aus neuen Steinen gehauen und erst deutlich später in diese uralte Festung errichtet. Das hat man noch nie hingeschafft. Das war aber mühsam. Hm. Na, Nachforschungen.
Wir können es ja noch mal gucken, mal sehen, ob er das funktioniert hier. 12. Jetzt haben wir mal Glück, ey. Im Korridor liegen Felsen und Ziegelsteine verschiedener Größen, manche sauber in zwei gespalten, manche Mauern sind jedoch noch intakt. Das war kein Erdbeben, die Felsen wurden mit einem Schlag zertrümmert. Hier ist etwas Großes durchgestürmt, etwas sehr Großes. Oh. Und was denkt ihr? Ich bin jetzt bereit mit meinem fachkundigen Bericht. Incredible. Unglaublich, Geschichte, die sich aus Dreck und Schutt erhebt. Malt es euch aus. Eine uralte Stadt aus dem Stein gehauen von Jüngern der Schar und später verlassen. Jahrhunderte später wird sie von einem neuen Stamm wiederbelebt. Neue Mauern, Skulpturen. Bis eine gewaltige Höllenbestie durchstürmt, Mauern einreißt und Bewohner zermalmt. Oh. Ah, das erklärt die infernalische Platte. Vielleicht könnt ihr damit etwas anfangen. Aber meine Arbeit hat erst begonnen. Es gibt noch mehr zu finden. Ans Werk. Kann handeln. Well, let's see what you've got. Zeigt mir, was ihr habt. Wir haben infernalische Legierung bekommen von dem Vogel. Okay, nice, nice. Dann können wir eine Gitarre kaufen von ihm. Sowas hat er dabei? Na gut, vielleicht macht er abends heimlich Hausmusik. Man weiß es ja nicht, was bei Zwergen so geht. Ein Fischkopf. Okay. Was haben wir hier? Brennende Hände, Gedankenlesen. Ich weiß nicht, das hat auch noch nie was gemacht. Oh, der hat eine Schaufel. Mein Gott. Das ist. Ich gehe nie wieder ohne Schaufel raus. Das Trauma habe ich hinter mir. Dunkelheit. Elixiere. Pfeil der Ilmater, anekrotisch. Das ist natürlich auch immer praktisch. Was will denn der dafür haben? 100. Puh. Aber dann was zum Verkaufen. Ah, ich habe dieses Schwert können haben. Das schleppe ich eh schon die ganze Zeit mit mir rum. So, hat er noch irgendwas Nützliches? Was ist das? Elixier der Rindenmaut. Oh. Erhöht die Rüstungsklasse auf 16. Mhm. Was haben wir noch? Schwachen Elementar beschwören. Oh, ist aber auch sehr teuer. Trank der Unsichtbarkeit, magische Waffe. Giftresistenz haben wir, Blitzresistenz haben wir nicht. Das wäre Resistenz gegen Elemente, das müssten wir in den Zauberslot legen, wenn wir das wollten. Ein Heiltrank oder sowas hat er leider nicht. Dann haben wir nochmal einen gewöhnlichen Feuerpfeil oder Säurepfeil. Der ist noch relativ günstig. Habe ich auch keinen mehr. Ah, das haben wir auch noch. Darf ich auch nicht vergessen. Damit könnten wir ihr nochmal einen Bonus auf Angriffswürfe geben. Mit dem Öl der Schärfe. Jetzt kaufen wir nochmal einen Säurepfeil. Wer weiß, ob man den gebrauchen kann. Säureschaden ist immer gut. Hm. 250. Das ist leider alles, was teuer, was der Vogel hat hier. 16. Ja. Wir zur Not was den Gel. Der hat leider nur natürlich 14 als Zauberer. War auch nicht billig. 75, naja, gut, geht noch, ne? Haben wir noch was zu verkaufen eigentlich hier? Ja, wir hatten leider nicht so viel Loot hier unten, dass wir da irgendwas hätten, was sich lohnen würde. Wir können hier noch einen Silberbarren andrehen und hier noch einen Malachit. Ja, gut.
Hier hatte ich wieder relativ viel Krempel dabei. Da kriegen wir aber nicht viel für. Gehen wir nochmal Malachit. Wofür ist das eigentlich gut? Das. Kann man da irgendwas mit machen? Das ist eine Ressource? Keine Ahnung. Das wiegt allerdings relativ viel. Aber wir kriegen auch nichts dafür. Das ist einfach nur, warum ich die hier. Und wir verkaufen nochmal zwei von. Dann haben wir auch ein bisschen weniger Gewicht dabei. Und dann holen wir uns einmal Rindenhaut. Wenn gut ist, würde ich mal sagen. Dann war das wohl alles. Gut, vielen Dank. Schönes Geschäft gemacht. Und wir haben auch nochmal Metall bekommen. Sehr schön. Sehr schön. Hat es eigentlich irgendwas gebracht, diese ganze Geschichte? 35 Erfahrungen haben wir dafür bekommen. Okay. Gail hat hier 40 Erfahrungen bekommen. Wegen der Spinnengeschichte. Interessant. Looking ahead. So, im Notfall können wir ihn dann auf 16 bringen. Human, certainly. A god. Right away. Perhaps. Why would gnomes make such a thing? So, hier haben wir noch ein paar Rinder, warum auch immer. What a charmer. Älteste Rote. Hey. Tired. Müde. Schlafen. Rest. Schlaf, Kleiner, aber nicht lange. But ich spüre seinen Schatten. I feel his shadow. I heard ich habe seinen Namen flüstern hören. Der Fels erbebt von ihm. From the sound. Catherick Thorn. The Catherick Thorn. Catherick Thorn, der Name kommt dir bekannt vor. Helsin hat seine Festung tief unter der Erde erwähnt. Meinst du Catherick Thorn, den Kommandanten der dunklen Justiziare? Mighty Elf. Mächtiger Elf, in Dunkelheit gekleidet. Vor 10 und 10 Meistern. Aber ich erinnere mich. But I remember. There was the world. Es gab Arbeit und Blut. Es gab Thorns Armee. Es gab die Höllenbestie, von der sie besiegt wurde. There was the hell beast that broke them. Was war das wohl für eine Bestie? Der Name Catherick Thorn verblasste zu Stein. Bis Nier kam. The Nier came. Okay. Könnte man dumm fragen. Tief, die Höllenbestie wie ich? Mit Hörnern? No. Nein, größer. Bigger. Böser. Angrier. I saw tusks. Ich sah Zähne und Fleisch, roch Brand und Eier. Smelled. Es kam mit den Maskenmännern, brechend und berstend. It came with the Maskmen. Crashing and smashing. Okay. Interessant. Das ist lange her. Was hat Nero mit Catherick zu tun? I know not. Weiß ich nicht, das sag ich nicht. Ich höre aber seinen Namen wieder aus den Schatten. I hear his name again, said by the shadows. Okay.
Beeindruckendes Gedächtnis. Wie alt bist du genau? Ich habe meine Mutter und deren Mutter und viele davor überlebt. Gesegnet, viele Leben zu sehen. Verdammt, viele sterben zu sehen. Ein weißes Rind. Okay. Okay, sehr interessant. Was haben wir hier? Nichts. Aber geht's denn hier runter? Okay. Ist Wasser. Sehr interessante alte Festung hier. Okay, ja, da haben wir ja interessante Sachen erfahren von diversen Spinnen und Rindern. Ist die Frage, was machen wir als nächstes oder wo gehen wir hier hin? Hier sieht's so sehr schmiedemäßig aus irgendwie. Okay, gut, da würde ich mal sagen, wir schauen uns hier noch ein bisschen um und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, was wir hier anstellen können und wie es hier weitergeht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und passt auf, wenn ihr riesige Spinnen seht. Vielen Dank, bye bye.